Ja, hallo, Tobias, aka Stogromi im Stogromis Vlog. Heute geht es mal nicht über meinen Test, sondern über den Discord-Channel, den wir parallel benutzen, den ich vielleicht mal ganz kurz vorstellen werde. Warum nutzen wir Discord? Discord wird bereits von vielen Jugendlichen genutzt. Also alle, gerade Gamer, ist das der Kanal, in dem sie miteinander kommunizieren, weil man hat einen Sprachchat. Das heißt, üblicherweise spielt man in einer virtuellen Welt und redet über Discord. Früher hat man es auch über Teamspeak gemacht, heute ist es eher Discord. Miteinander hilft sich gegenseitig, baut das gegenseitig oder auch wenn man bei League of Legends kämpft, kann man sich darüber absprechen. Deswegen haben wir uns für Discord entschieden und es hat bei Mindtest den großen Vorteil, dass Mindtest keinen eingebauten Sprachkanal mit sich bringt. Ich könnte dann nur kleine Textnachrichten schicken und hier können wir einfach miteinander reden. Der andere Vorteil ist, dass dieser Discord-Channel wirklich von Jugendlichen betreut wird. Das heißt, die sind da komplett eingebunden. Ich mache mal mein Mikro wieder fest. Ja, so geht das ja nicht. Und moderieren das auch alles. Und so ein Channel, also so Discord sieht so aus, dass wenn ich hier auf Home klicke, dann sieht man so meine Kommunikation. Jetzt hier die verschiedenen Leute, mit denen ich schon persönlich kommuniziert habe. Ich bin hier beim Kannstein-Bibelserver mit angemeldet, weil wir da gerade darüber geredet haben. Die werden Ostern einen Minecraft-Gottesdienst anbieten. Und da funktioniert auch der Channel darüber. Und jetzt gehe ich hier auf unseren Corona-Ferienserver. Und dann gibt es hier verschiedene Dinge. Es gibt den allgemeinen, den Willkommenskanal und dann gibt es den Global Chat, das ist die Standardeinstellung. Wir haben sie in dem Fall nicht umbenannt. Da laufen alle Sachen, die alle interessieren könnten, in diesem Kanal. Und dann gibt es einen Kanal Musikevents von einem, der hier Musikevents eben machen will. Einer der Administratoren bietet seine Musikgeschichten an. Hallo, ich zeige noch mal ganz kurz, wie ich die Einführung gemacht habe für mein Handy 2. Also ich Tobias, aka Stogromi. Und ich habe ja immer beschrieben, dass wir die Einführung, die Erklärung zu den Mindtest-Projekten, die auf dem Corona-Server laufen, oft über diesen Mindtest, über den Discord-Channel laufen lassen. Und dann ist es so, dass ich im Discord-Channel einfach ein paar Infos gebe zu dem Projekt Mein Handy. Und in dem Fall ging es heute um die Handyfabrik. Also mein Handy ist ein Projekt, was wir in Minecraft umgesetzt haben, wo man mit als Journalist von unterschiedlichen Stationen, unterschiedliche Stationen der Handyproduktion oder des Handykonsums inklusive einer Elektroschrottmüllhalde besuchen kann. Und wir haben angefangen, das umzusetzen und sind jetzt schon bei Station 3, nämlich der Handyfabrik. Und hier sieht man nochmal die Ankündigung, dass ich sage, wir treffen uns im Event-Channel und dann am Point of Interest in Mindtest, mein Handy 3, Handyfabrik. Das wäre der Treffpunkt. Also so kündige ich so eine Veranstaltung an. Und dann geht es weiter, dass ich hier ein paar Videos teile. Also in dem Fall habe ich sozusagen aus dem ARD Mittagsmagazin schon von 2014 ein kurzes Video zu schlechten Arbeitsbedingungen in China geteilt. Und tatsächlich gucken sich das die Jugendlichen auch an. Also tatsächlich funktioniert das. Wie gesagt, nicht ganz neu, dafür relativ kurz. Und ich habe dann ein weiteres Video geteilt, wo man auch nochmal was zum Blick in das Display sieht. Und alles, was ich erklärt habe, stammt aus dem Begleitmaterial des Projektes Mein Handy. Da gibt es ein digitales Begleitmaterial. Und das ist dieser Text, der hier steht. Und den habe ich in Kurzform auch nochmal zusammengebracht. Und darüber haben die Teilnehmenden jetzt auch schon einen Einblick gekriegt, in wie sieht es in so einer Handyfabrik aus, was muss man da beachten. Und entsprechend haben sie das auch umgesetzt. Ja, vielleicht so viel einfach zur Einführung, dass man mal einen Eindruck kriegt, wie funktioniert so ein Live-Event jetzt mit einem zu einem gesellschaftspolitischen Thema, in dem Fall Handyproduktion. Treffen machen wir insgesamt 5 Live-Events. Wir bauen 4 Stationen und in der 5. Station bauen wir eine Rundreise mit einem Journalisten, der an diesen Stationen Informationen bekommt, austauscht, Interaktion macht. Bin ich gespannt, wie das dann wird. Die erste Station war die Zinnmine, die zweite die Kupfermine. Jetzt sind wir bei der Handyfabrik und als 4. Station wird es dann eine Elektroschrottmüllhalde in Ghana gehen. Ja, also das nur als kurze Einführung. Bis demnächst. Euer Tobi. Stokromi Tobias.